wollen wir uns kurz über die aktuelle Lage in Syrien unterhalten und vor allem die Rolle der Türkei in diesem Zusammenhang. Ja, gerne. Also zunächst mal muss ich sagen, die Situation in Syrien lässt sich meiner Ansicht nach nicht mehr diplomatisch lösen. Denn auf der einen Seite stehen die Assad-treuen Kräfte, auf der anderen Seite die gegen ihn gerichtet sind. Und alles, was sich gegen ihn richtet, das kann man 10-mal unterteilen in Salafisten und in Gemäßigte. Es gibt keine gemäßigten Gegner. Das sind alles fanatische Sunniten und denen geht es nicht um eine Demokratie, sondern denen geht es darum, Assad muss weg, der ist für sie der Gottesleugner und sie möchten dann einen islamischen Staat errichten. Und teilweise sagen sie es halt hinter vorgehaltener Hand, damit sie die Unterstützung der Amerikaner und anderer nicht verlieren, etc. etc. So, das heißt also, in Bayern würde man sagen, jetzt ist der Punkt gekommen, das muss jetzt rausgerafft werden. Das muss jetzt militärisch entschieden werden. Und dieser ganze Quark mit Feuerpause und Waffenstillstand, damit die armen Leute nicht totgeschossen werden, das ist halt mal im Krieg so. In Gaza hat sich kein Mensch drum gekümmert, wenn die Zivilbevölkerung zusammengebombt worden ist. Nein, da hat man gesagt, ja, die sind ja selber schuld und die nehmen die Bevölkerung als menschliche Schutzschilde. Damit war der Käse gegessen und es wurde weiter gebombt. So. Und hier muss ich sagen, wenn einer nicht mehr kann, dann soll er sich ergeben, dann soll er die weiße Fahne raushängen und soll vielleicht noch hier einen Korridor aushandeln oder irgend sowas, dass sie in die Türkei abziehen können. War ja im Libanon auch so, hat man sie zum Schluss dann abziehen lassen. Das heißt, das ist alles unehrlich und man verlängert nur die Leiden. Es muss hier einer Sieger werden und Sieger bleiben und muss dann sozusagen eine Ordnung reinbringen. Und von wegen alle Kräfte an einen Tisch und so weiter, das geht nicht mit diesen sunnitischen, wahhabitischen Salafisten. Das ist ausgeschlossen. Das wird überhaupt nichts. Das kann im Irak nichts werden. Das kann da nichts werden. Das ist nicht wie bei uns hier. So, das ist das eine. Es muss militärisch entschieden werden. Und es wird von den Russen jetzt glücklicherweise militärisch entschieden. Und wenn die jetzt sagen, ja, und die bombardieren jetzt die gemäßigten Kräfte, aber nicht die Salafisten, dann würde ich sagen, hier muss man einfach militärisch denken. Erstens. Von einer Militärführung kann man nicht verlangen, dass wenn sie auf dem Weg zum Sieg ist, dass es sich abbremsen lässt und sich vorschreiben lässt, wo sie eingreift und wo nicht und wo und wie lange sie einen Waffenstillstand macht. Waffenstillstand verlangt immer nur der, der am Verlieren ist. So. Und ich kann mir gut vorstellen, wie man dort denkt. Man sagt sich so, jetzt räumen wir erstmal den ganzen Westen auf, das ist wichtig. Ne? Und dann machen wir oben die Grenze dicht, dass kein Nachschub mehr aus der Türkei kommt. Und genau das wird ja auch gemacht. Die Grenze zur Türkei wird dicht gemacht und dann dauert es nicht lange und diese salafistischen Kräfte in Raqqa am Euphrat entlang, die pfeifen dann auf dem letzten Loch. So. Und dann sagt man sich natürlich, erst bereinigen wir die Front im Westen. Warum soll man zwei Fronten haben? Warum an zwei Fronten kämpfen? Die laufen uns nicht weg. Wenn das erledigt ist, wir haben uns konsolidiert, Luft geholt, dann räumen wir die Front am Euphrat ab. Das ist das eine. Nun hat ja dieser ganze Syrienkrieg hat ja auch Auswirkungen auf uns. Es ist ja zu einem deutschen Problem geworden, obwohl es das gar nicht sein dürfte. Es ist zu einem deutschen Problem geworden, weil wir eine Frau Merkel an der Spitze haben, die sich hier ganz unvernünftig verhält. So. Und jetzt will man mit der Türkei dauernd verhandeln und man möchte die Türken dazu kriegen, dass sie diesen Auswanderungsschub stoppt in der Türkei. Die Türken schluchzen rum und jammern und sagen, jetzt haben wir die Millionen Syrer auf dem Pelz, die leben da in Zeltstätten und wer soll die versorgen hier, bitte. Dann wollen wir aber, haben wir auch schon ein paar Milliarden bekommen. So, und dann muss ich Folgendes sagen. Einmal ganz kurz noch Folgendes. Wir hören immer, es sei eine große Chance für uns, diese Flüchtlinge. Das ist eine Frechheit, sowas zu sagen. Denn wenn das eine Chance wäre, da würden sich alle drum reißen, da würden die Amerikaner die aufsaugen, nicht?
dann würden die Israelis die aufsaugen, dann würden die Saudis die haben wollen, jeder würde die haben wollen. Nein, es ist keine Chance, es ist eine ganz starke Belastung und zwar in erster Linie aus quantitativer Sicht. So. Nun sage ich, die Türkei könnte das Problem ganz relativ einfach, ich sage nicht ganz einfach, sind auch Schwierigkeiten, aber wie gesagt, Geld bekommen sie ja von uns. Nur, das verpufft ja, nicht? Das verpufft in den unhygienischen Zeltstätten, wo die Leute weiterhin im Elendsquartieren leben. Die Türkei müsste das Flüchtlingsproblem auf ihrem Boden lösen, nach ihrem traditionellen Muhajir-Programm. Muhajir, das bedeutet Einwanderer, Rückwanderer. Und damit meine ich genau das Prinzip, das die Türkei angewendet hat, schon seit dem Krimkrieg. Wie der Krimkrieg zu Ende gegangen ist, als Folge, es sind Tausende von Krim-Tataren in die Türkei gekommen, haben sich dort angesiedelt. Dann diese Kriege im Kaukasus gegen die Russen hatten zur Folge, dass massenweise Kaukasier, Tscherkessen gekommen sind und haben sich in der Türkei angesiedelt. Dann später in den Balkankriegen 1912 und 13 hat es eine massenhafte Einwanderung von Balkantürken und Albanern und aus Bulgarien, die in die Türkei gekommen sind. So. Die Türkei hat das folgendermaßen gelöst. Die haben eine riesige Landfläche, die zum großen Teil auch noch Staatsbesitz ist. Und sie haben diesen Einwanderergruppen, die oft in geschlossenen Gruppen auch kamen, ein Gebiet zugewiesen und haben ihnen Material und Unterstützung gegeben und haben gesagt, so, hier baut ihr euch eine Wohnstätte, ein Dorf, was später eine Stadt geworden ist. So ist zum Beispiel die Stadt Eskişehir hier in Zentralanatolien, ist eine Tatarengründung. Sieht man heute noch, wenn man dort reingeht, dann denkt man, man ist in Japan, die sehen alle so aus. Ist eine tatarische Gründung. Wir haben Tscherkessen-Siedlungen, wir haben Siedlungen, von wo Albaner sind oder andere Muhajir. Das bedeutet, die syrischen Flüchtlinge, die sind ja kulturell artverwandt. Die sind genauso Sunniten wie die Türken. Und wenn man bedenkt, dass ja Syrien bis 1918 ein Bestandteil des türkischen Reiches war, es waren ja ihre Staatsbürger, eigentlich ihre Volksgenossen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier ein paar tausend Österreicher unterbringen müssten, wäre das für uns überhaupt kein Problem, würde sich auch keiner aufregen, obwohl sie andere Staatsangehörige sind. Wir hätten weder ein kulturelles Problem, noch irgendwie ein, vielleicht ein quantitatives, aber das könnten wir schlucken. Und so ist es bei den Türken. Es ist unverständlich, warum die Türken nicht das Geld, was sie bekommen, nehmen, diesen Flüchtlingen gruppenweise ein Gebiet zuweisen und ihnen Material geben und ein bisschen sortieren nach Infrastruktur, dass ein Bäcker dabei ist und Schmied und Landwirte, dass die sich dort ansiedeln können und selber helfen können. Und vor allen Dingen deswegen nehme ich das dem Erdogan über, dass er das nicht tut. Es ist noch nicht lange her. Da hat er einen Aufruf gestattet an die türkischen Frauen, sie sollen mehr Kinder machen. Ich habe da noch eine Satire geschrieben, habe gesagt, das werden sie ihn anstatt Mutterkreuze, türkischen Halbmondorten, zum Kindermachen umhängen. Also er will doch die Bevölkerung vergrößern. Da hat er doch die beste Gelegenheit. Die kann er doch nahtlos integrieren. Nicht? Baut noch eine Moschee in die neue Ortschaft hinein und die Sache ist gut und sie sind türkische Staatsbürger. Was denken Sie denn über die Fähigkeiten der bundesdeutschen Bevölkerung, wirklich mit einem Millionenzustrom von Arabern und Schwarzafrikanern zu tun? Erstmal muss ich noch mal was sagen zu den Bosniern in Österreich. Die Österreicher haben natürlich zum Balkan ein anderes Verhältnis, als wenn es Afrikaner wären, da wird es schon wieder anders aussehen. Aber sie haben ein besonderes Verhältnis zum Balkan. Und die Österreicher in der K&K-Monarchie waren ja die Ersten, die den Islam als gleichwertige Religion in Österreich, in der K&K-Monarchie, anerkannt haben. Und die Bosnier sind ja dann auch immer ziemlich gute Gefolgsleute der Österreicher und zum Schluss auch der Deutschen gewesen. Das ist das eine. Also da sind schon ein bisschen Unterschiede da. Bei den Deutschen ist es anders.
auch andere Völker wie Holländer und Engländer, die haben mehr Kontakt durch ihr Kolonialreich mit der Außenwelt gehabt. Die haben immer mehr Ausländer gehabt und Kontakt damit und waren eher daran gewöhnt. Die Deutschen waren immer eher abgeschlossen und natürlich wirkt auch die im letzten Kriege hochgefahrene fremdenfeindliche Propaganda mit. Nicht? Deutschland war voll mit sogenannten Fremdarbeitern, dienstverpflichteten Gefangenen. Und im Krieg hat man natürlich dann auch eine Propaganda gemacht. Man soll Abstand halten, Feind hört mit und seid vorsichtig und das könnten Spione sein. Und diese eingepflanzte Aversion gegen das Fremde wirkt natürlich noch fort. Aber man muss eines sagen. Jetzt durch diese Einwanderungswelle, durch diesen wahnsinnigen Zustrom von ganz kulturell anders geprägten Menschen, merken wir eigentlich erstmal, oder die Deutschen merken erstmal, wie gut wir eigentlich mit den Türken die ganzen Jahrzehnte zusammengelebt haben. Wenn man das jetzt rückblickend so beobachtet, da muss doch jeder sagen, eigentlich, und da haben wir schon immer ein bisschen dumme Witze gemacht, aber eigentlich haben wir die doch schon integriert. Nur jetzt kommt das Problem. Die Menschen, die jetzt aufgewühlt sind und ärgerlich gemacht worden sind, die unterscheiden nicht mehr. Es war ja schon die letzten Jahre immer so, alles ging immer in die Hose der Türken. Ob das ein Türke war, spielte keine Rolle. Ich habe dann oft gesagt, da geht doch erstmal hin. Und wenn einer mit dem Kopftuch kommt und fragt mal, wo kommen Sie her? Da kommen die überraschenden Antworten. Ich komme aus Ägypten, ich komme aus Marokko, ich komme vom Balkan. Die wenigsten Türkenfrauen haben das Kopftuch aufgesetzt, obwohl das ja eigentlich so ein Schmarrn ist. Also wir werden ein Riesenproblem bekommen, sowohl quantitativ. Natürlich werden die Sozialsysteme sozusagen besetzen und sie werden auch so schnell jahrzehntelang nicht aus den Sozialsystemen entlassen werden können. Es beginnt ja schon mit der Unterbringung. Dann kommt das Hauptproblem. Es ist nicht jeder Muslim gleich Muslim. Die Türken sind auch Sunniten, aber sie sind halt seit 1922 eine säkulare Republik, ganz stark geprägt von diesem Kemal Mustafa, der sogar Kopftücher verboten hat, Fez verboten hat, eine klare Trennung von Kirche oder von Religion und Staat geschaffen hat. Natürlich gibt es immer noch starke Kreise, die eher islamisch geprägt sind. Deswegen hat ja auch der Erdogan noch starke Bataillone. Andererseits hat natürlich die Regierungszeit dieses Kemal Mustafa schon stark gewirkt. Also die westliche Türkei ist sehr modern und sehr aufgeschlossen. Die bringt man zu solchen verrückten Denkweisen nicht mehr. Und es ist auch ein Unterschied. Auch der Iran ist ein Gottesstaat. Aber der ist ja nicht vergleichbar mit diesen Wahnsinnigen in Saudi-Arabien. Nicht? Das sieht man ja schon an seinen Bündnissen, die er hat. Mit die Schiiten. Meine Freunde früher waren mehrheitlich Schiiten. Solche Probleme hat es überhaupt nicht gegeben. Also wir werden da, es wird Heulen und Zähneklappern geben. Und jetzt merkt man ja auch, der Gabriel ist ja nun schon mal auf die Idee gekommen, dass sie die Deutschen verärgern, weil sie alles für die Flüchtlinge haben und für die Deutschen nicht. An den deutschen Hartz-IV-ern und an den Ärmsten ist da immer gespart und plötzlich sind Milliarden da, die überall hin verteilt werden. Das versteht doch kein Mensch mehr. Das macht doch nur böses Blut. Zweifellos.